dieser Ort hier. Mal was anderes. Nice. Ich mag das immer noch, wie das zerfackelt. Klingt nach Ärger. Die Organisation 13? Oder die Herzlosen? Finden wir es heraus. Schlimmer, Jungs. Viel schlimmer. Mhm. Ja, die Kiste. Schöner Fenster. So, jetzt haben wir die Karte. Ja, ich bin Karte. Es hier Kistengeil. Oh, voilà. Im Falle eines Piratenangriffs zu benutzen. Kommandor neu. Oh, mein Gott. Wow, Kiste! Ja, ja. Kann man, kann man schon, aber bestimmt nicht jetzt. Okay. Dann gehen wir jetzt geflauscht hier runter. Oh, Piraten. Sehr schön. Ein verwunschener Aztekenschatz. Ei, wegen des Fluchs können wir nicht sterben. Wir gehören nicht mehr zu den Lebenden, doch tot sind wir auch nicht. Ihr könnt nicht sterben. Ich finde, ihr seht aus wie gewöhnliche Piraten. Du solltest uns mal beim Mondlicht sehen. Wow, jetzt verstehe ich, was du meinst. Hm. Aber wenn ihr zwei Trottel und einen Knirps mit einem Schlüsselschwert seht, haltet euch fern. Sie verfügen über Magie, die nicht von dieser Welt ist. Und keiner weiß, was die selbst bei euch anrichten kann, besonders wenn der Mond euer wahres Gesicht zeigt. Würdige Gegner für Barbossa, meinst du? Hey! Seht ihr? Da sind sie auch schon. Das sind die drei Quälgeister, die ich meinte. Wen nennst du hier Quälgeister? Für dich immer noch Sora, Donald und Goofy. Vergiss das nicht. Keine Angst, wir lassen es sogar auf eure Grabsteine einmeißeln. Dann weiß es jeder. Oh, ich mag deine Art. Männer, die Hälfte von euch bleibt hier und widmet sich diesen Küchenschaben. Der Rest von euch bringt mir das Medaillon. Ei! Wir dürfen also nur ein paar von euch verkloppen? Alter! Ich finde das mega toll, dass sie die auch so übernommen haben. Nee, die Originalstimmen einfach übernommen haben. Ja, ich kenne das auch. Das ist immer so eine Hammer. Cool. Ich kann nicht sterben. Keine Chance, wir können sie nicht besiegen. Ei, was hast du erwartet? Hoffentlich habt ihr eure Gebete gemacht. Vorsicht, sie können eure wahre Gestalt sehen. Haltet euch fern von ihrer Magie. Wieso? Oh, hast du mir vorhin denn nicht zugehört? Danke für den Tipp, Carlo. Nein, er hat mir zugehört. Verdammt. Besiege die Piraten. Das muss ich mir unbedingt merken, weil manchmal vergesse ich das nämlich. Und dann... Upsi! Nur bedingt, wenn sich Geld auf den Tod aufhält. Genau. Wenn sie schaffen, sind bloß vorzutreten. So, was ich mir aber gerade überlege ist, ich möchte später nochmal Turniere gehen. Wollen wir das offline machen, also dass das nicht unbedingt jeder mitkriegt, oder sollen die ruhig sehen, wenn wir trainieren, wirklich mal? Hm. Weil das ist dann ja... Die Sache ist doch nicht vorbei! Wenn Carlo hier ist, dann heißt das, dass es Arbeit gibt. Für uns und so. Genau.
und der Piratenkapitän sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann nur hoffen, dass wir nicht zum Herd... Was? Er wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir ja einen kleinen Segelturn über ein Piratenschiff machen. Mit einem Piratenschiff machen. Alter, kann ich nicht mal mehr lesen. Ich mach nur Spaß. Lügner, diese Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnten was von einem Medaillon. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach ja, wegen Offline-Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, wenn wir trainieren. Oder ob wir das nicht skippen wollen. Weil an sich ist das echt uninteressant. Wohin bringst du mich? Lass mich los! Elizabeth! Halt! Was sind die? Was hat ihr Herz, Joshat? Vorsicht! Wir kümmern uns um sie. Los, geh in Deckung! Ja. Tschüss, Will. Will. Turner und so. Besiege alle Herz. Das schaffe ich niemals! Wir sind auch verflucht! Sind sie eigentlich auch, ne? Wenn man das nicht will? Naja, es waren halt die Rätsel, die ein Herz hatten. Was ich auch total lustig fand, ist, denn Teddy hatte mir mal was ausgeschüttet. Und wir haben vorher auch ganz viel Kingdom Hearts gespielt. Und ich habe da ziemlich, ja, nicht gefühlsvoll darauf reagiert. Sehr beachtlich. Meine Fechtküche sind ja auch nicht zu beachten. Aber mit solchen Gegnern hatte ich bisher noch nie zu tun. Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Aber sicher. Ich bin Sora. Und das sind Donald und Goofy. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Willy. Okay, Willy. Wollen wir? Ich bin doch frei. Ich? Nein, wir wollen nicht so tief abrutschen. Ich hab nur gesagt, ich bin frei. Unbedingt. Wir müssen schon nicht zu den Docks. Wir sind schon wieder abgerutscht. Nein, aber zurück zu Paddy. da meinte er nämlich auch, ne, ob ich ein Herzloser sei. Weißt du, so, weil ich nicht sehr gefühlvoll darauf reagiert habe. Ja, das war schon echt lustig. Egal. Kiste, da ist noch. Wir können dann ja doch ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht direkt trainieren, aber wir können hier ja die hier so ein bisschen die Zeit ein bisschen verkürzen. Genau. Ja, nicht direkt verkürzen, aber wir können die Gegner, die wir hier haben, einfach mal auf Punkt machen und nicht einfach weiterziehen. Brauchen wir nachher vielleicht nicht so viel trainieren, wenn wir das gleich machen. Ja, umso eher dahin, umso eher da. Ups. Das sind nicht mal richtig Waffeln. Nicht mal wirklich, stimmt. Nee, weil ich hätte keinen Bock, Pfanne zu putzen, habe ich gesagt. Eigentlich wollten wir Pfannkuchen essen. Und dann haben wir nachher gesagt, oder ich habe dann nachher gesagt, hier du, nimm doch das Waffeleisen. Ne, macht nicht so viel Dreck, lässt sich leichter irgendwie sauber zu machen. Und dann haben wir so ganz kleine Waffelchen gemacht. So wie Küchlein gemacht. Genau, mit Pfannkuchenteig. Und wir essen das dazu. Cool. Premiere.
Das haben wir noch nie gegessen. An sich ist das lecker, ja, aber auf Masse ist das gut. Ja, aber zu dir, der Stelle ist so ja. Gut, die Leute, die es mögen, die können gerne Pulle ansetzen und weg, ne? Aber ich will. Nee, muss nicht sein. Hafen und darauf eine Kuh. Prost. Cheers. Wir sind zu spät. Hm? Die Piraten, die Miss Swan entführt haben, gehörten zu Captain Barbossa. Und die Black Pearl. Sein Schiff ist soeben ausgelaufen. Dann siehst du sie nie wieder. Die Black Pearl ist nahezu uneinholbar. Du brauchst dringend ein neues Mädchen, mein Freund. Hey, was macht ihr an Bord der Interceptor? Zivilisten ist das Betreten verboten. Ah, zum Glück bin ich bald ihr Captain. Aus ihr wird noch ein gutes Piratenschiff. Ein Pirat? Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf. Nehmt mich mit. Helft mir, die Black Pearl zu verfolgen und Miss Swan zu befreien. So wie ich euch aus dem Gefängnis befreit habe. Und eure Schuld ist abbezahlt. Du musst das Herz der schönen Frau schon alleine gewinnen. Ich sehe dabei keinen Profit für mich rausspringen. Bitte, Captain. Seid ihr sicher, dass ihr sie ganz alleine segeln könnt? Du und ein bunter Haufen an Bord. Danke, Sparrow. Captain Sparrow. Wir sind Sora, Donald und Goofy. Ich heiße Will Turner. Die Kurzform für William nehme ich an. Sicher nach deinem Vater benannt, ne? Ja. Nun dann, Mr. Turner, mach sie zum Auslaufen klar. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ei, ei. Aber beeilt euch! Natürlich! Sora! Willst du wirklich ein Pirat sein? Natürlich nicht. Was haltet ihr denn von diesem Will? Keine Ahnung, wir kennen ihn noch nicht lang. Ah, ich spüre, wie der Wind sich dreht. So, was grinsen? Also gut, ein Pirat! Den nehmen wir natürlich mit. Wie der läuft, wie eine Schwuchtel. Der tanzt doch. Genau. Jetzt eine Facecam haben, Alter. Ihr könnt euch unser Gesicht nicht vorstellen. Aber den nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt können wir uns nochmal in Ruhe umgucken. Hafen. Hafen, Hafen. Solltest du das Dings nicht, Schiffler machen? Genau. Wir müssen uns beeilen und Miss Swan retten. Seid ihr bereit zum Auslaufen? Nein! Ja, ich hab... Die Erdbeeren sind noch nicht reif. So, was sagst du? Sieht so aus, als hätte der Barbossa ganz schön gewöhnt in der Stadt. Wie auch immer, ich weiß nicht alles, was ich wissen soll. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Will hat auch schon ja gesagt. Ja, ja, ja. Ich hab einen Stöpsel dabei. Wir können auslaufen. Wollt ihr mich nicht töten, dann lasst mich frei. Ihr habt euer Schmuckstück. Ich bin nicht mehr nützlich für euch. Das ist kein einfaches Schmuckstück. Das ist verwunschenes Aztekengold. Eins von 882 identischen Medaillons, die in einer steinernen Truhe an Cortez selbst geliefert wurden. Eigentlich glaube ich nicht mehr an Geistergeschichten, Captain Barbossa. Genauso dachte ich auch. Vergraben auf einer Insel der Toten, die nicht gefunden werden kann, außer von denen, die wissen, wo sie ist. Wir haben sie gefunden. Dort war die Truhe. Darin war das Gold. Und wir nahmen uns alles. Wir haben alles ausgegeben und getauscht und vergeudet für Essen und Trinken und amüsante Gesellschaft. Je mehr wir davon weggaben, umso mehr wurde uns am Ende klar, dass die Trinkerei nicht befriedigend ist, dass in unseren Mündern sich das Essen zu Asche verwandelt. Wir sind verflucht, Miss Turner. Getrieben waren wir von Gier, aber jetzt werden wir von ihr aufgefressen.
Das tut mir aber leid für euch. Es gibt einen Weg, wie wir uns von unserem Fluch befreien können. All die verstreuten Teile des Aztekengoldes müssen wieder beschafft, in die Steintruhe zurückgelegt und mit ihnen das Blut aller, die sie berührt haben, zurückgezahlt werden. Miss Turner, seit 10 Jahren durchsuchen wir diese Gewässer. Jede Stadt und jedes Dorf und greifen Matrosen wie Siedler an. 881 Stücke haben wir gefunden, verzweifelten aber an dem letzten Stück. All die Jahre lagt ihr sicher in eurem Bett, lasst eure Piratengeschichten und habt von Abenteuern auf hoher See geträumt. Wir aber haben Qualen erlitten, die schlimmer waren als der Tod selbst. Jedoch, dank euch, haben wir endlich das letzte Stück gefunden. Wenn dieses Medaillon wieder in seiner Truhe ruht, werden wir die Meere als freie Männer besegeln und nicht mehr als Geister. Und das Blut zahlt ihr wie zurück? Deshalb hätte es keinen Sinn, euch umzubringen. Noch nicht. Seht! Das Mondlicht zeigt, was wir wirklich sind. Wir gehören nicht mehr zu den Lebenden. Wir können nicht sterben. Doch tot sind wir auch nicht. Viel zu lange schon fühle ich nichts. Ihr beginnt besser damit, an Geistergeschichten zu glauben, Miss Turner. Denn heute Nacht steckt ihr in einer drin. Ja. Sehr cool. Die Interceptor. Komm, geh lieber noch um. Vielleicht sind hier irgendwie. Da war's. Oh. Ist hier irgendwie nichts, ne? Nur ein paar kaputte Kanonen. Da. Ah, hier geht's doch rund. Sehr schön. Hab ich ja noch nie gesehen. Hast du schon mal gesehen, dass man da runter kann? Ja. Das war's vermutlich auch, was ich eben gesehen habe. Oh. Was ist hier noch was Schönes? Ein Mobilladen. Nee, nicht, ne? Mal schnell gucken. Sehr schön. Und besitzen du da das ja noch, ne? Nein. Eigentlich müsste ich den holen, ja, ne? Ja, der ist besser. Weil der besser ist. Ja. Ich glaube, den einmal. Und einmal für Goofy. Einmal für Goofy, das ist der, ne? Ja. Okay. Super. Zelte haben wir auch noch genug, Ketten weg. Siehst du, das war's dann schon. Wir werden aber ausrüsten. Brechen. So, ihr Süßen, ihr Lieben. So, da ist Donald. Jetzt. Oh, einiges besser. Oh ja. Es ist gut hier dran. Wie? Von Sterne auf Ketten. Ich fand das cool, weil Donald einen Sternstab hatte und Goofy ein Sternenschild. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Abilities sind so jetzt auch nicht neu. Jetzt können wir nochmal speichern. Wir können jetzt weitergehen. Dürfte ich dich bitten, mir ein Stück Cola einzuschicken? Aber wie gerne. Das passt jetzt gar nicht. Wer will was von mir? Das war peinlich. Ach, nö, wieso peinlich? Ich hab ja auch noch ein Real Life. Ein Leben. Ja, genau. Nö, mein Handy hat mir nur gesagt, dass ein weiterer YouTuber ein neues Video hochgeladen hat. Bitteschön. Dankeschön. Sehr zuvorkommt. Aber hier. So, Mr. Captain Jack Sparrow.
Jetzt können wir gerne weiter. Ihr wollt Black Pearl hinterher? Ja, klar. Weiter ohne Palaver. Oh, nice. Da ist Port Royal und da ist die Black Pearl. In See stechen. Mit dem Dolch. Ja. Sehr da gibt cool. Sich eine neue Bedeutung. Ja, nicht. Ein Kind da halt! Ich sehe alle Feinde oder Fliege. Okay. Sollte ich das Schiff fliegen? Nee. Ist ja voll langweilig. Wenn wir das so machen, können wir ja noch ein bisschen trainieren. Ach nee, Komm. Ja. Du musst ja in die Dings. Wie heißt das nochmal? Ins Mondlicht. Wie bei Werwolf. Ist halt auch bei Jo. Warum seid ihr so auf diesen Kompass fixiert? Dieser Kompass wird uns zur Isla de Moeta führen. Isla de Moeta. Oh Gott. Dorthin ist auch dieser Barbossa unterwegs. Klar, Freund. Woher weißt du das? Nun, mein Freund. Er und ich haben es einst auf einem Schatz abgesehen, erzählen wollen. Es war versteckt auf der Isla de Moeta. Aber er hinterging mich und stahl mein Schiff. Dann ist er immer noch hinter diesem Schatz her. Der Schatz ist bereits sein. Und sein ist auch der Flug, mit dem der Schatz belegt war. Ich habe kein Interesse an solchen trügerischen Luxus. Aber ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Die Black Pearl. Dann mach mal, nur Rest nur Fun, ne? Shit. Ihr Jungs wartet hier. Der Junge Mr. Turn und ich werden das Rollen befreien. Hey, und was wollen wir hier machen? Ihr werdet natürlich das Schiff beschützen. Diese Aufgabe wird nur an die mutigsten Piraten vergeben. Spinner. Gut, alles klar. Dass ihr sie mir gut beschützt. Wollen wir? Nein, ich habe keinen Bock mehr. Komm zurück! Ich schätze, er wollte uns nur nicht dabei haben. Und du bist darauf eingegangen. Wo bleiben die zwei denn nur? Sie lassen sich wirklich ganz schön Zeit. Wenn Carlo in der Gegend ist, dann müssen dort auch Herzlose sein. Und Jack und Will sind es nicht gewohnt, gegen Herzlose zu kämpfen. Wir sehen besser nach ihnen. Ich bin es auch nicht gewohnt, gegen deine Kommentare anzugehen. Aber pass schon! Alles super. Timmelnde Schwuchtel, ey. Oh, das Schauspieler ist da. Geschafft! Jedes einzelne Stück, das auf Abwege geraten ist, haben wir zurückgebracht. Das gilt auch für dieses. Ihr Blut muss noch zurückgezahlt werden. Und der Fluch sei von uns genommen. Für immer.